Ja, hallöchen, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Mortal Shell. Ah, oder wie es der Tobias immer nennt, mein Sohnemann, Mutantenscholle. Mutantenscholle, hat nichts einmal mit dem was zu tun, Leute. So, da, ich kann aufrüsten, jawohl, und zwar Waffenverbesserung anwenden. Die mechanische Bauweise dieses Schwerts ist für einen zweiten Stachel ausgelegt, Leute. Den geschmolzenen Stachel, den ich da hatte, könnte ich in die Waffe einbauen. Das mache ich. Jawohl, Leute. So, geweihtes Schwert wurde verbessert. Na super. Geweihtes Schwert, geschmolzener Stachel. Erhalte genug Entschlossenheit durch den Angriff auf Gegner, um eine mächtige Waffenfähigkeit zu aktivieren. LT und RT, Waffenfähigkeit mit genug Entschlossenheit. LT und RT. Leute, das kenne ich ja noch gar nicht. So, und jetzt, Leute, ich habe, glaube ich, zwei Abschrecksäuren. Somit kann ich die verwenden. Siegelheilung verbessert. So, was bringt sich das? Ja, Siegelheilung halt. Hä? Ich habe doch noch eine Also, da ist die Abschrecksäure, Leute. Das war nur... Okay. Leute, zweimal kann ich auf Stufe 2 aufbauen, mein Schwert. Waffenschaden habe ich erhöht. Abschrecksäure verwendet. Und jetzt noch einmal. Super. Jawohl. Das finde ich genial, Leute. Waffenschaden erhöht. Abschrecksäure 3. So, jetzt habe ich keine mehr. Gut. So, dann haben wir das. Was ist denn das da eigentlich? Beflecktes Siegel, okay. Erhöht den Wert von Entschlossenheit, okay. Gut, ihr Lieben. Dann habe ich alles einmal aufgebessert, was zum Aufbessern war. So, und jetzt, ja, gehen wir zum Flash, natürlich, Leute. Ja, na, der erste Dungeon ist erledigt. Dann kommt der zweite und letzte. Aber ich werde auf jeden Fall ganz fix noch weiterhin Tass sammeln. Und wie es die Gewohnheit bei mir so macht, streichle ich die Katze. Leute, super, mit ihren brennenden Augen da, ne? Schaut gruselig aus, Leute. Servus, Flash. Welcome back. Das ist immer so super. Ah. Welcome back, my splendid friend. Shall we engage? Ja, ich handle. Gut. Er mit den Ratten, Leute. Was hat er eigentlich noch, Leute? Unbekanntes... Er hat sogar eine Abschrecksäure, Leute. Aber nö. Es ist zwar wichtig, aber ich finde... mehrere kaufen... Können wir gleich die ganzen 40 kaufen oder... Ah, nö. Also ich habe mir gedacht, gleich... Okay. So, ich kann mir 39 mal Raten kaufen. Super. So. 45 Raten habe ich. Das ist gut, aber noch nicht genug, Leute. Ja, es ist einfach so. Ich brauche genügend Tars weiterhin. Ich bin ein Vogel, Leute. Ah, ich habe voll vergessen, da oben dieses Ding da zu machen. Weil da gibt es ja auch noch was zum Freischalten, Leute. Zum Öffnen mit der Glandula. Leute! Ja, nein! Leute! Jetzt bin ich da runtergefallen auch noch. So, und wo bin ich da jetzt? Ha! Leute! Bin ich da runtergefallen. Naja, ich wollte eigentlich eh schon raus, aber trotzdem. So, ihr Lieben, dann geht's einmal weiter. Da sind jetzt wieder die normalen. Sehr schön. Das geht ja jetzt viel besser mit diesem Schwert von der Hand, Leute. Sehr gut. Und ich sammle wieder Tars. Okay, der fliegt gleich rum, wie sie immer umfliegen, Leute. Also für den nächsten Dungeon brauche ich einfach schon wirklich Minimum 140 Ratten. Das ist einfach so. Wirklich. Es ist so eine gefährliche Dungeon. Der letzte. Also doch nur zwei. Es gibt also doch nur zwei Dungeons, Leute. So, dann haben wir das. Da, passt.
Shasta-Butter, Basta-Shooter. So, es kann sein, dass das jetzt die letzte Folge von Mortal Shell in dieser Aufnahmesession wird, sagen wir so. Ja, die spawnen sich da immer so komisch dahin. Braucht einige Zeit. Der wieder umfällt. Servus, du Vogel. Nenn mich nicht Vogel, du Vogel. Ja, ihr Lieben, also war richtig entspannend in den letzten Folgen, muss ich ehrlich sagen. Ja, war so, ist so, ja, und so weiter. Ja, was mache ich jetzt? Na, ganz, ganz logisch, Leute. Erstens mal, Ratten, nö, Leute, ich will so viele Quadis wie möglich sammeln, wie nur möglich. Weil da kriege ich jetzt da zwei auf einmal. Das ist toll. Da habe ich 8 Stück Quadis. Das ist nicht genug, Leute. Wenn man bedenkt, dass es nicht so viel Gesundheit hergibt. Servus. Bim. Ja, genau, fliege ich in diese blöde Bärenfalle. Ich hasse diese Bärenfallen, Leute. Die Kiste da im Weg. Ich glaub's ja nicht. Ja, Tass sammeln, Leute. Es ist momentan wirklich jetzt nur Tass sammeln angesagt wieder, ehe ich in die letzte unglaublich starke Dungeon reingehe. Sag tschüss, du Vogel. Ah, servus. Du bist du auch da, du Freund der Feind. Du bist immer Feind. Hä, ist da hinter mir noch wer? Nö. Ja, genau. Wie die immer schreien, Leute. Mein Herz zerreißen, Leute. Servus, du Vogel. Dankeschön. Nächster bitte. Also man merkt, also es geht schon viel einfacher von der Hand, Leute. Also mit dieser Abschrecksäure, also mit... Wow, wo kommst du? Wo kommt der her, Leute? Also, ja, genau. Quadis nehmen wir auch noch. Wahnsinn. Deshalb sage ich ja, diese Quadi ist jetzt fast kein Leben mehr, Leute. Diese blöden Quadis, Leute. Ah, ja. Ja, warum habe ich jetzt nicht geblockt, ich Vogel? Und die ganzen Quadis schon wieder verbrauche jetzt. Wahnsinn, sowas. Nur noch 3 Quadis von 8. Sag ich ja, die gehen so schnell weg, Leute. Weil die geben nicht so viele Leben her. Sag mal, was machst du da oben? Seit wann bist denn du da oben? Ja, komm rauf da. Noch ein Quadi nehmen hier. Ja, sag mal, wo kommst du her? Die spawnen sich da direkt vor meinen Augen, aber die spawnen sich nicht wieder normal, also ist so. Aber der, also die spawnen richtig spät eigentlich. Servus, du Mistviech, du Mistgeburt.
diese Ausdauer. Also das verurteile ich bei dieser Höhle, dass die Ausdauer so schlecht ist. Sind wir da? Ein unbekanntes Abbild. Das habe ich auch noch nie verstanden, was das eigentlich ist, dieses unbekannte Abbild, Leute. Komm da runter. Ja, genau. Aha, nicht getroffen, angesoffen. Gehen wir mal da rauf wieder. Ja, könnten wir schon wieder 8 Ratten leisten. Brennt, Leute. Ah, das war diese Ding. Hä? So. Okay, verstehe. Ich habe das jetzt gewechselt. Okay. Schmeißtet ihn in den Arsch, du Vogel! In letzter Zeit vom Himmel. Also da, das hat einen Bug, Leute, eindeutig. Normalerweise sind die da oder erscheinen die, wenn du ein bisschen weiter weg bist sogar schon. Und jetzt auf einmal vor deinen Augen stürzt sie runter. Das ist ein richtiger Bug momentan, Leute. Das geht ja gar nicht. So, 10 Ratten könnte ich mal leisten. Dann hätte ich schon 55 Ratten. Ja, ist so. So, waren wir da noch was? Da oben, ja. Da oben, da gibt es nichts mehr. So, und jetzt, Leute, weiter geht's. Durch die Gegend marschieren, auf allen Vieren. Nö. Ja, überall hin, Leute, wo es geht. Ich möchte keine Ratten vergeuden. Natürlich, Notfall muss ich sie nehmen, klar. Da bleibt mir nichts anderes über, Leute. Leute! Was soll das? Da war der Kriecher. Da war dieser Kriecher letztens wieder. Natürlich, kommt's alle Viere her da, Leute! Also alle 5 am besten gleich, natürlich! Sonst noch Wünsche, Vögel, echt jetzt. Ah ja, servus. Ah, da bist du, ich hab dich schon gesucht. Ich hab dich gerade gesucht. Servus! Jetzt dreht er durch und... Genau, ja, das wollte ich. Und tschüss. Jawohl. So, nächster bitte, 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 bitte. Hey, das mit dem Feuer finde ich ganz cool. Das ist neu, cool. Ah, das habe ich auch schon aufgemacht, genau. Als ich vom Kriecher geflüchtet bin. Bei der letzten Folge, glaube ich, was? Leute. 12 Ratten, na bitte. Jetzt komme ich schon bald auf die 60 Ratten zu, Leute. Dieses Knacksen da dauernd, Leute. So, da bin ich da mal durch. Und jetzt gehe ich auf die andere Seite, die Bergummibär. Oh, Entschuldigung. Ist da jetzt jemand? Ah, oh, das habe ich schon freigeräumt, okay.
So. Na, Entschuldigung. Wahnsinn. Ich habe doch erst heute 3 Kaffees gehabt. Ich möchte mir aber trotzdem noch einen machen, Leute. Ist so. So, ich werde jetzt einmal darüber marschieren. Dame Quadi, na bitte. Ich brauche Quadis noch und nöcher, Leute. Wow. Jedes Mal vergiss ich, dass da jemand, dass da ein Vetter steht. Ist so. Hau hin. Na bitte. Tschüss. Das war gewagt, aber es hat funktioniert. So, Quadis. 2 sogar. Habe ich 3 Quadis. Was willst denn du mit deiner Keule da? Was habt ihr da eigentlich? Eine Axt oder was? Cool. Ich habe ein geweihtes Schwert. Das habe ich schon zu Beginn, Leute. Also, ich muss sagen, mir gefällt natürlich Elden Ring besser. Also, es ist so... aber das ist auch ein cooles Spiel und so. Es hat aber, ja, gewisse... Ich würde sagen, ja, eher negative Eigenschaften auch, weil... Ich muss ehrlich sagen... zum Beispiel, es gibt einfach fast keine Auswahl an Waffen zum Beispiel. Oder ganz wenig nur. Es gibt ein paar Waffen, das weiß ich. Und es gibt aber keine wirklich große Auswahl an Waffen. Die Hüllen... Wow. Die Hüllen sind auch eigentlich... Ja, sag einmal... Leute! Eine Quadi nehmen hier. Das ist aber der Wahnsinn, wie viele. Du Fettling, du. Sag mal, von wo kommen die alle? Wahnsinn. So, jetzt bist du nur noch allein, der Vogel. Wahnsinn, Leute! So, jetzt habe ich keine Quadis mehr. Ja, aber bevor ich da meine Ratten vergeude, ich muss Ratten sammeln. So, wie schaut's aus? Ja, 18 Minuten. Ist auch gleich vorbei, die Folge, Leute. Ja, dich kriege ich schon irgendwann, du Vogel. Du Feigling mit deiner Armbrust. Geht's am Armbrust? Nö, geht's nicht. Ich mag keine Armbrüste. Ich weiß nicht, also bei den ganzen Spielen benutze ich nie Armbrüste eigentlich. Weil es für mich sehr langsam ist. Dann ladest du extrem lange nach, bis du das mal gespannt hast und so. Aber ja gut, okay. Dann ist der Schaden ist aber enorm eigentlich. Das schon. Aber dieses lange Nachladen, da musst du erst einmal den Pfeil reinspannen und also das ist schon mühsam. So, genau, da bin ich. Ich meine, ich will ja nirgends bestimmt hin, ich will nur Ratten sammeln. 15 könnte ich mir schon wieder leisten. Ah, Leute! Servus! Na komm, her da. Ja, ja, man darf auch hier nie zu sicher sein, dass man gewinnt oder so. Servus, du Vogel. Na, dreh durch. Aua! Ich habe keine Ausdauer mehr. Verpack mich überall, Leute. Das ist Wahnsinn. Ich will kein Quadi. Ich habe kein Quadi mehr, Leute. Der geht mir so auf die Nerven da oben, dieser Kollege da. Echt jetzt. Boah. Ich will keine Ratte nehmen. Nö, aber ich verliere sonst. Nö, eh nicht eigentlich. Ich habe doch noch eine Chance, wieder in die Höhle zurückzukehren.
wenn ich rausgeflogen bin, Leute. Du Vogel. Ja, und da kommt so ein fettes Mistviech auch noch. So, der ist tot. Na bitte, das gefällt mir. Du Mistviech, du gehst mir so auf die Nüsse. Tschüss. Leute, Wahnsinn. Da hinten brennt was. Ja, genau, Leute. Ich flieg runter und dieser Sack nicht, Leute. Es ist so... Oh. Genau, keine... Ich hasse meine Ausdauer. Ich hasse sie einfach, Leute. Super, wo bin ich da jetzt eigentlich? Ja, darauf muss ich wieder. Boah, echt jetzt. Nö, nee, voll nicht. Hä? Was soll das? Ich stirb fast, Leute. Darauf muss ich. Möchte ich, will ich, darf ich. Leute. Der kriegt noch eins in die Fresse, dieser Kollege da. Komm her da. Na, kommst nicht mehr rauf? Der fliegt. Ich flieg runter und der nicht. Leute, Wahnsinn! Tschüss, du Drecksack. Mit sowas. Da ist noch so ein Blöder. So, ich muss aber jetzt eine Ratte nehmen, Leute. Es bringt sich nichts. Ah, schon wieder eine vergeudete Ratte. Hey. Servus. Weg da. Da ist was, das muss ich immer nehmen, Leute. Was ist denn das? Tarspore, nö, will ich nicht. So, ihr Lieben, dann werde ich das noch räumen. Natürlich, das Lager. Und dann, Leute. Geht's ab in die nächste Folge, beziehungsweise diese Folge endet hier. Ja. Und dann geht's Tar sammeln weiter. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich hasse es, Leute. Wahnsinn, schau mal, ich habe kein Leben mehr. Witz, sowas, echt. Ah, oh, Leute. Quadis habe ich keine mehr, gell? Muss ich Ratten futtern schon wieder. Wahnsinn. Ja, ich gebe wieder so viele Ratten aus und so, weil ich keine Quadis habe. Ja, das ist doof. So, ihr Lieben, aber dann würde ich einmal sagen, mache ich in der nächsten Folge weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sei in der nächsten Folge auch wieder dabei, wenn es wieder heißt Mortal Shell. Ich begebe mich jetzt zurück in die Festung. Und wir machen dann in der nächsten Session auch weiter und so. Ja? Danke fürs Zuschauen. Game over und ciao.